Hör zu, wir machen das auf meine Weise. So. Okay, ich bringe sie jetzt ins Downtown Brown. Ist gut, lass dir Zeit. Also, wo ist denn nun dieser angeblich super süße Typ? Oh, er ist, er sitzt da hinten, der mit der blauen Jacke. Ist gut, ich bleib hier stehen und warte. Ich will, dass du jetzt einfach darüber gehst. Dann sagst du Hi, mein Name ist Paper Hart und ich könnte mir vorstellen, dass wir zwei irgendwas Schönes... Ah! Da ist ein super widerliches Tier auf dem Regal! Oh mein Gott, ein Skorpion! Ah! Hallo Leute, jetzt beruhigt euch mal wieder, okay? Wisst ihr, ich war früher mal ein super guter Tennisspieler, ob ihr es glaubt oder nicht. Gib her. Okay, Mr. Skorpion. Nimm es nicht persönlich, aber nun folgt Spiel, Satz und Matsch! Was ist los? Du solltest dir einen besseren Schläger besorgen, Kleiner! Gut, dann ziehen wir ihn mal unter dem Regal vor. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, da war ein furchtbarer Skorpion. Ich bin der Erwachsene. Dieses schlecht befestigte Regal ist einfach umgefallen, ohne jeglichen Grund. Es gibt also überhaupt keine Beweise dafür. Aha. Eine Sekunde. Hör zu, Popper. Du bist traurig und es tut mir leid, dass dein Sweet Meat nicht so abgelaufen ist, wie du wolltest. Ist die, Sanitäterin ungefähr so groß wie ich? Was meinen Sie? Ja? Und? Augenblick. Ich würde Ihnen gerne zeigen, was hinter der Tür ist. Ist gut. Okay. Hey! Was soll das? Halten Sie doch mal still! Aber das ist doch meine Uniform! Ja, da haben Sie recht! Runter damit! Oh Mann, was ist mit mir passiert? Was? Weißt du, du hast gerade ein paar Verletzungen, aber wir sind gerufen worden und wir bekommen dich schon wieder hin. Du gehörst zur Ambulanz? Aha, ja, natürlich. Aber bist du nicht in meinem Alter? Naja, weißt du, ja, also ich bin im Junior-Ausbildungsprogramm, also... Cool. Danke. Hey, du gehst nicht zufällig auf die Swellview Junior High, oder? Doch, seit ganz kurzer Zeit. Das gibt's nicht, auf die gehe ich ja auch. Ich bin Piper Hart. Jackson Bartell. Hey, wir können ja vielleicht mal irgendwann abhängen. Also abhängen... kann ich sehr gut. Wow. Schon komisch, wie wir uns kennenlernen, oder? Finde ich auch. Ist das nicht ein Zufall? Und denkt dran, werdet ja nicht peinlich. Redet nicht über eure Jobs. Ich habe keine Lust, mich zu blamieren. Aloha! Party time! Ich bin Jake, der Projektmanager, und ich würde gern in einem Chor mitsingen. Was habe ich gerade gesagt? Entschuldigt, dass ich keine Schuhe anhabe. Letzte Woche habe ich Rasen gemäht, barfuß, und nun ist mein großer Zeh weg. Du sollst doch nicht über deinen fehlenden Zeh sprechen und steck dein Shirt rein. Das geht nicht. Das überdeckt den Fleck auf meiner Jeans. Blickt auf mich wie eine Kuh. Seht ihr? Ich freue mich, Sir. Ich bin Billy Bilski. Ich freue mich auch, Billy. Sagtest du Bilski? Hallo, ach du stinkende Wurzel. Hey, wen sehe ich denn da? Das ist doch Henry J. Furz, oder? Mitch Bilski. Mami? Jay? Henrys zweiter Name ist Prudence. Prudence!
glaub's ja nicht. Er heißt also Henry Pipifuß. Das Essen heute wird ja krass. Ja, wir fangen an. Also, will irgendjemand von euch keine Schlagsahne auf seiner Fischlasagne? Nein, nein, nein. Das könnt ihr vergessen. Hier wird niemand Schlagsahne auf irgendwas nehmen, bevor nicht mein anderer Sohn da ist. Da ist der Bursche. Bin ich hier richtig? Ich kenne die Stimme. Woher kenne ich denn die Stimme? Wir sind hier, Jeff. Ich kenne den Namen. Woher kenne ich denn den Namen? Ich bin mit dem Wagen gegen den Briefkasten gefahren. Nein! Doch! Jeff! Mitch! Sohn! Ma! Nein! Doch! Hey, was geht ab? Ich bin Henrys Boss. Ich wurde nicht eingeladen, deswegen habe ich ein Pflänzchen mitgebracht. Dankeschön. Genau so eins steht ja bei uns auf der Veranda, glaube ich. Ah, ist ja verrückt. Hey, was ist das für ein leckerer Fleischhaufen? Sehr lustige Geschichte. Der ist von Jeff. Er ist ein echt netter Kerl. Was willst du denn hier? Was ich will? Ich mache hier nur meinen Job. Ich will verhindern, dass Jeff mit dem Schinken nach Mexiko abhaut. Den Job mach ich doch aber schon. Ach, wirklich? Ja. Du arbeitest hier? Ja. Also, ich finde, du bist ein bisschen zu freundlich mit diesen Birskis. Siehst du? Ja, ich weiß aber nicht, was du mit freundschaftlich meinst. Ich verspreche dir, ich bin nicht freundschaftlich mit den Bilskis. Ihr seid also nicht mehr Freunde. Ja. Verstehe. Achtung, hier ist die Polizei von 12 U. Das Haus ist umzingelt. Hast du die gerufen, Mann? Nein. Hast du die gerufen, Mann? Nein. Hey, Officers, gestohlenen Schinken gibt's hier nicht. Das interessiert mich nicht. Oh. Wir suchen Puppen, die geklaut worden sind. Das ist doch nicht wahr. Komm mal mit! Was ist denn eigentlich hier los? Es gab einen Tipp. Und zwar, dass gestohlene Fresno-Puppen übers Internet verkauft worden sind. Und das ist nicht legal. Hör zu, Billy. Ich glaube, ich werde eine Weile nicht da sein. Was, echt nicht? Ich will ja nichts sagen, wenn mein Anwalt nicht dabei ist, aber... Ich kenne einen guten Anwalt. Und er verkauft tolle Nacho-Bällchen. Volltreffer, na bitte! Wir haben sie im Zimmer der Kleinen gefunden. Und wisst ihr was? Einige der Köpfe stecken voller Brot. Was? Oh nein, Kleines, du bist krank. Gehen wir. Warte auf mich, Billy! Warte auf mich auf der anderen Seite! Tut mir leid, dass sie verhaftet wurde, Billy. Oh ja, sie ist echt super. Ich wollte nicht an dir zweifeln. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass du geklaut hast. Ist doch okay, Bro. Ich hab hier noch einen kleinen Happen übrig. Den hab ich mir in die Hose gesteckt, als die Cops kamen. Will mal jemand abbeißen? Das ist wirklich schlecht. Bitte, wenn ihr nicht wollt. Ekelhaft, tu das nicht, Alter.